Ich bin da. Yay, Ben ist da. Es regnet schon wieder. Mir wurde gerade die Nase geklaut. Was war denn eigentlich unser Plan für heute? Pastinaken können wir ja gar nicht mehr anbauen. Ich gehe in Dungeon. Tschüss. Fick dich. Renklern. Wir haben die ersten Melonen, die fertig sind. Bei mir sind sie sehr glücklich. Bei mir heute. Nicht. Bei mir sind sie neutral. Aber wir haben die ersten Melonen fertig. Ich behalte noch mal ein paar Melonen, die will ich dann einmachen, sobald ich kann. Also ein paar mehr Melonen. Ich gehe auch. Mach mal. Wir können jetzt ich höre Gebrüll, Kindergebrüll. Oh, jetzt seid ihr beide gleich laut, das ist schlecht, weil dann höre ich zum Teil nur wa 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 wa, wenn ihr beide redet. Drop the bass. So in etwa, ja. Jetzt einer nach dem anderen, wir gehen nach dem ABC, Ben darf zuerst anfangen. Ja, ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Ich bin mit meinem Namen immer im Arsch. Nur wenn jemand mit A, B, C, D, E dabei ist. Lumi, auf welcher Höhe, Tiefe bist du? Hä? 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 Höhe und Tiefe. Naja. Ihr müsst ganz tief rein. Von hinten. Ach so, bei nee, der generell. Höhe, keine Ahnung. Und über solche Sachen möchte ich nicht reden. Oh, ich habe eine Sequenz mit Sam. Ja, mit dem bist du wohl gut befreundet. Irgendwie nicht. Mich mag den eigentlich gar nicht, aber... Aber der mag dich wohl. Scheinbar, die jammen hier in seinem Zimmer. Lumi da. Sebastian und ich hatten gerade eine kleine Jam-Session. Willst du mitmachen? Ich dachte über dich gesprochen. Wir wollen eine Band gründen, aber wir wissen immer noch nicht, was für Musik wir machen wollen. Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten. Das erinnert mich an diese eBay-Werbung. Ich glaube, sie hat gerade eine Zwischensequenz, sag das mal hinterher. Hey Lumina, was gefällt dir so? Fröhliche Popmusik, experimenteller Noise Rock, energiegeladene Tanzmusik oder typische Country-Musik? Oh, Country, Country, schön. Country. Ich mag sowohl Noise Rock als auch Tanzmusik. Country. Country. Wir sind hier mitten auf dem Land, sie müssen Country machen. Eben. Nee, vergiss es. Wir machen mal. Na, wobei energiegeladene Tanzmusik kommt wahrscheinlich besser an, aber eine experimentelle Noise Rock ist einfach schon geil. Wo wohnt denn der Sam eigentlich? Links unten. Bäh. Oh, sag mal Noise oder Tanz? Country, Country, Country. Country. Du bist bestimmt gefragt, im Country. Ich hab gefragt, Noise oder Tanz? Ihr könnt selber bei ihm noch Country angeben, so. Oh, ich hab die Zwischensequenz auch. Dann kriegt ihr jetzt. Nee, Moment. Ich hab eine Haley-Zwischensequenz. Aha, dann mag dich wohl die Haley. Die ist aber gerade übel sauer, aber ich mute mich mal kurz, oder? Bist du fertig? Die Maus, nee. Mach mal fertig, da kann ich meins vorlesen. Ich mal die Hose aus, zog sie wieder an und Alter, bist dran, Noise Rock. Hättest du die kurze Version nehmen können. Das ist genau der Stil, über den ich nachgedacht habe für die Band. Was sagst du, Sebastian? Sollen wir das machen? Warum nicht? Okay. Er scheint nicht so begeistert zu sein. Danke für deine Hilfe, Lumina. Mit meinem Gitarrentalent und Sebastians magischer Synthesizer-Begabung werden wir sicher erfolgreich sein. Ich bin mir sicher. Saß der nicht eben noch am Schlagzeug? Jetzt müssen wir nur noch jemanden finden, der Schlagzeug spielen kann. Ja. Der Vincent kann Schlagzeug spielen, der kleine Bruder. Nee, es geht nicht mehr weiter. Jetzt bin ich fertig. Okay, jetzt Haley. Ah, ich mache immer ohne den Kissen sauber. Diese Woche bist du an der Reihe. Moment, muss ich irgendwie reinklicken? Emily, mach mal halblang, Haley. Ich mach die meiste Arbeit in diesem Haus und das weißt du ganz genau. Oh, der neue Junge vom Hof. Er hat einen Namen, weißt du? Ich hab die gleiche Sequenz. Ich wette, du verstehst, was ich meine. Habt ihr denn was geschenkt? Nö, ist einfach gerade Zwischensequenz, nur links unten reingehst bei Haleys Haus. Okay. Ah, es tut mir leid, dich hier mit reinzuziehen, Ben. Haley beschwert sich, weil ich sie darum gebeten habe, unter den Kissen sauber zu machen. Nur weil ich die letzte Woche sauber gemacht habe. Jammer nicht herum, tu es einfach. Klingt nach was Gutem, zum Haley zu sagen, oder? Naja. Haley, warum siehst du es nicht als deinen einen wöchentlichen Job? Ja, auf jeden Fall sage ich nicht, dass Emily im Unrecht ist. Müsst ja, die also Emily haben, oder? Ich nehme die goldene Mitte, was nimmst du? Ich sage ja mal nicht, Aromatuse einfach, die geht mir nämlich hart auf den Keks. Okay. Nein, ich werde das nie machen! Ihr seid beide dämlich!
War bei mir die Reaktion von ihr. Okay, bei mir ist es... Das war's. Dann mach ich das halt. Die Runde geht an dich, vielleicht kann ich es wirklich jede Woche übernehmen. Dann gibt es auch keinen Grund, sich darüber zu streiten. Hä, wo seid ihr reingegangen? Danke, Lumida, das war eine großartige Lösung. Du bist bei mir gerade schon durchgelaufen. Hm? Du hast scheinbar keine Sequenz. Nee. Verschenkst du wenig Sachen. Hm. Du musst den Leuten öfter eine Freude machen, dann kriegst du auch Sequenzen. Haley hat mir gerade verraten, dass Dingens allergisch gegen Sashimi ist. Hier, Emily. Er sollte mir also kein Sashimi schenken. Die du kommt nicht mal raus. Nö, die kommt da gar nicht raus. Ich werde je ein Profi. Wer ist ein Sam? Der Blonde. Ah, da drüben. Ach hier, ihr hattet gerade die zwei Herzensequenz. Ein Geburtstagsgeschenk? Das ist sehr nett von dir. Ich liebe es. Ihr hattet gerade trotzdem die Heli-Sequenz bei zwei Herzen. Sie spoilern nicht alles. Wieso spoilern? Ihr habt das ja jetzt später erlebt. Du liest schon wieder nach. Wir dürfen noch nicht nachlesen. Oh mein Gott. Ich finde es halt Quatsch nachzulesen. Der weint. Lass das besser. Ich weine überhaupt nicht. Du willst doch nicht den Armband zum Weinen bringen. Und ich komme gleich und hau dich. Schon so ein bisschen. Ich glaube, ich muss mal wirklich bei dir vorbeikommen. Da gibt es einen Klaps auf dem Hinterkopf. Erhöht das Denkvermögen. Ich merke, dass das seine Unterlippe schon am Beben ist. Er kann es fast nicht mehr halten. Meine Unterlippe bebt vor Wut. Aber wenn ihr euer Herz-Dingens öffnet, müsstet ihr ja sehen, dass da zwei Herzen sind. Ja, alles gut. Oh nee, noch eine Ebene bräuchte ich. Eine Stunde, ne? Du schaffst eine Stunde gerade so zurückzulaufen. Welche Ebene hast du? Wir haben ja schon die Mine. Welche Ebene hast du jetzt angefangen? Ich bin jetzt bei 119 gerade. Also, ich habe von uns die 115 gemacht. Ich sag, du schaffst es nicht. Das schon. Ja. Also ich schaff's wieder zurück, aber ich schaff's vielleicht nicht noch eine Ebene tiefer. Nee, ja, genau. Jetzt muss ich zurück. Benni, das war dein Haus. Dass wir schon wieder sind. Nee, hab ich nicht. Stadt Bushaltestelle, verdammt. 20 okay, Minuten. Jetzt schaffe ich es nicht mehr. 10 Minuten. Nein, ich schaff's doch nichts auf unseren Ruf. Ja, hallo, unfähig ist halt rechtzeitig schlafen zu gehen. Wenn ich nicht an der falschen Stelle abgebogen wäre, dann hätte ich es auch geschafft. So. Du kannst einfach mit ein bisschen Puffer losgehen. Das ist nicht so schlimm. Ich wollte ja noch eine Mine runter. Ich kann einen Webstuhl herstellen. Also Herstellungsrezept. Was kannst du umstellen? Ich hab Hofarbeit Stufe 7. Ich kann jetzt einen Webstuhl herstellen. Oh, geil. Mit Minenarbeit. Brauchen wir aber bald mal einen Stall, gell? Damit du mit deiner Fähigkeit noch irgendwie nutzen kannst. Ach, ich webe einfach Gras zusammen. Was soll ich nehmen? Minenarbeiter plus ein Erz pro Vene oder Geologe? Mit bestimmter Wahrscheinlichkeit tauchen Edelsteine in Paaren auf. Also ich habe das zweite. Ich habe das mit den Edelsteinen genommen. Weil Diamanten so wertvoll sind und so. Und Erze findet man ja eh die ganze Zeit. Ja, dann nehme ich auch das Geologe. Dann machen wir jetzt richtig Geld. Läuft. Ja, ich habe ein paar Minenarbeiten, ein paar Dinger weggehauen. Oh shit, bei mir steht im Stream immer noch, dass ich Dota spiele. Ja, das sehen die Leute doch, hä? Aber das ist ja dann blöd, dann kommen ja Leute hierher und... Und denken, ich wird Dota gespielt und denken sich, huch, was mit der Grafik passiert. Was ist denn das für ein Grafikstil? Leben vom Land. Willkommen beim Leben vom Land. Der Sommer ist bekannt für seine Gewitterstürme. Wenn du weißt, wie man einen Blitzerblätter herstellt, kannst du die Elektrizität nutzen, um Batterien herzustellen. Diese können dann verkauft oder zur Herstellung von Objekten genutzt werden. Mhm. Okay, Moment. So, ich habe heute immer noch kein Glück. Und morgen wird ein sonniger Tag. Das erklärt, warum die ganze Zeit Leute bei mir reingucken und wieder gehen. Und die alle denken, ich spiele Dota. Oh, das liegt an dir. Ach Quatsch, an mir liegt es nicht. Ich bin perfekt. Du bist das Arschloch von uns beiden. Wieso bin ich denn das Arschloch? Das sehe ich nicht. Weil irgendjemand jetzt wieder diese blöde Trommel verwendet. Das war ich nicht. Ich habe herrlich Spaß gehabt. Du hast mal im Bett gelegen, da habe ich den Trommelblock davor gesetzt. Oh, schön. Linus hat mich gefunden. Wann hast du denn da unten so gepflanzt? Letztes Mal noch, wo wir noch gespielt haben. Warum haben wir da keinen Weg dazwischen? Weil ich Wege dumm fand. Weil es nicht nötig ist. Das sieht voll unordentlich aus jetzt. Du siehst unordentlich aus, Mensch.
Deine Mutter sieht unordentlich aus. Meine Mutter hat damit gar nichts zu tun, ja? Dass meine Mutter aus dem Spiel, das ist aus dem Keller. Du stresst mich. Miau! Weil du es verdient hast. Ja, ja. Miau! Was machen wir jetzt mit dem vielen Geld? Ich wollte doch hier Ahorn, soll ich doch holen. Oder nicht? Du brauchst kein Ahorn holen, du sollst bloß in Pflanzen. Wer hat den Chili hier reingetan? Der hat hier gar nichts. Im Blauen haben wir auch nichts zu suchen. What the fuck? Wir brauchen hier dringend mal ein bisschen Ordnung. Ich blick hier überhaupt nicht mehr durch, wo was reingehört. Dann ordnet das halt. Ich habe letztens schon geordnet. Ich mach das jetzt mal gleich mit Schildern. Ich mach das jetzt richtig. Mach das mit Schildern, genau. Okay. Doch, doch, doch. Was für einen Auftrag gibt's denn diesmal? Ich muss dem Pierre ja immer noch einen Amethysten bringen, von gestern. Ach so. Ich hatte gestern gar keine. Laufbursche hat Lumi da erhalten. Ja, das ist das richtig. Das passt. Das passt zu ihr. Da brauche ich doch die Facecam, um dir mal einen Stinkefinger zu zeigen. Du wolltest ohne Facecam spielen. Du kannst mit Ansage. Du hast die ja schon mal angemacht, genau aus solchen Gründen. Ja, ich weiß. Ich habe jetzt nur gerade heute keinen Nerv zu. Ich liege auch so gemütlich. Vielleicht später für Dota nochmal. Ach, für Dota geht's wieder. Weil ja, ich nicht dann drauf bin. Wir sind einfach zu schlecht, Max. Vor allem bei Stardew Valley, wo kaum jemand zuschaut, willst du die Facecam nicht anmachen. Du da, wo schon die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass Leute zukommen, da macht es dann an. Ja, da kann ich ja mehr mit den Leuten kommunizieren, die da reingucken. Wo sind? Oh, geil. Wie viele Goldmelonen haben wir denn? Ich habe schon 5 abgegeben. Okay, ja, sehr schön. So. Aber irgendwie, gestern hat es geregnet und trotzdem sind Sachen vertrocknet, ne? Echt? Ja. Ich glaube, das sieht nur so aus. Nein, ich kann sie wegmachen mit dem Dingens. Dann sind sie uns schon vorher vertrocknet. Wir sind ganz schön schlechte Bauern. Was wollte ich denn jetzt fragen? Stund ist immer. Wie wär's, wenn du mich mal denken lässt? Aber das wäre nicht die Frage. Du sollst die Frage stellen und nicht denken. Jetzt hau raus. Hast du die Dings schon gebaut? Ich habe keine Bums gebaut. Ich würde mich nie trauen, zu bumsen. Guck mal, wir haben doch jetzt gestern schon wieder ganz viel Gold eingelagert. Da habe ich nicht mehr gebaut, nein. Ich habe gerade verstanden, ich bin die ganze Zeit noch am Niesen. Ja, Hatschi! Ich muss so viel niesen, bis hier alles nass ist. Bis man hier ausrutschen kann. 2 Diamanten, das gibt wieder ordentlich Geld. Plan, damit ich neu pflanzen kann. Da muss ich nämlich nicht so viel nachdenken darüber, wo ich denn jetzt pflanze. Da, wo Leersachen sind, wo schon gehackt ist. Manche lassen wir ja auch frei. Ne? Hier hast du was vergessen zu gießen, by the way. Ich war dort oben noch nicht. Ich habe von unten angefangen zu gießen. Hier. Achso, na, dann gieß halt durch. Du wolltest mir doch eh helfen. War ein Test. Bin ja schon dabei. So, sind das mit Blaubeeren eingelegt, ja? Die Stadt Dresden zum Beispiel stellt auch Laternen auf, auch wenn ich ein Auto mit Licht vorne dran habe. Das ist der auch egal. Ja, da gibt es auch Fußgänger. Fußgänger haben auch Licht. Handy nennt sich das. Aber nicht alle Fußgänger haben Handy dabei? Wie wär's damit? Doch. Jeder hat sein Handy dabei. Ich dachte mit dem Handylicht, wer bin ich denn? Jeder hat sein fucking Handy dabei. So, da ist Gold. Das und. Brauchte ich das noch oder brauchte ich das dann noch? Okay, das waren viele. Haben wir das andere Gold schon wieder reingemacht? Was, andere Gold? Ich hab's Gold gerade, die Goldbarren komplett dabei. Falls du das meinst, so. Nee, ich meine das Golderz, ob da schon, ob das alles umgewandelt ist. Nein, nee, da ist noch 50 Golderz. Sogar relativ viel noch, ne? Das wollten wir machen. Sparen wir uns Arbeit die nächsten Tage. Ja, aber das war jetzt auch nicht schwer. Warum hast du den 5. nicht mitgenommen? Hier unten steht noch einer. Hä? Warum komme ich jetzt? Hä, warum geht's nicht? Hab ich nicht gesehen. Warum geht's in der Runde 20 nicht weiter? Das ist fertig. Das Ende. Die Mine geht nur bis 120. Moment, stellen hier oben dazu. Jetzt könnte ich ganz aber nicht mehr durch. Klar, kommt ja noch durch. Beleidigt fragen, und was soll ich jetzt machen? Morgen jetzt gießen. Müssen wir so lange fahren, bis wir den Weg in die Wüste freikriegen. Miep, miep. Aber ich kann dir nicht mehr dabei helfen, ich habe keine Energie mehr. Ich beschwer dich auch nicht, dass niemand einkaufen gegangen ist. Also. Geil. Schulz. Tut mir leid, ja. Du bist so eklig. Der war wirklich ekelhaft. Da muss ich Lumi zustimmen. Da trinke ich halt Bier, da rülpse ich weniger. Das war jetzt Cola.
Cola. Mit Tee oder? Tee. Das kann ich immer noch machen, wenn ich 60 bin. Hä, Tee ist doch voll gut. Den kann man auch trinken, wenn man nicht so alt ist. Ja, eben. Naja, gut gelegen. Lumi, warum ist deine Katze eigentlich hier draußen? Warum kümmerst du dich nicht um die? Die darf machen, was sie will. Schweinerei. Eine freie Katze. Eine freie und glückliche Katze. Na, habe ich nicht mehrere Obstbäume gepflanzt? Warum ist denn hier nur noch einer? Wir haben keinen einzigen gepflanzt. Doch. Ich habe einen Obstbaum gepflanzt. Wir haben mehrere Obstbäume gepflanzt. Tja, dann zäunen die das nächste Mal ein, weil ich vermute, wenn da irgendjemand mit dem Schwert rumläuft oder so, dann wird er die abgeholzt haben. Mit dem Schwert kannst du nicht abholzen, die kannst du nur mit der Axt abholzen. Felix, was ist denn jetzt mit dem Dünger? Ganz entspannt, wir haben ganz viel Zeit. Es ist das entspannteste Spiel der Welt. Es geht um nix. Es geht nicht darum, dass wir hier irgendwie einen Speedrun-Rekord aufstehen oder so ein Shit. Nicht mit uns, Ben. Ist auch egal, wird ein sonniger Tag. Naja, aber gab es kein Rezept oder sowas? Das kam doch nur mit den Stürmen hier von wegen Elektrizität und so sammeln. Achso. Moment mal. Ich trinke übrigens Tee. Warum gibst du die Zwergenschriftrollen nicht ab? Weil wir die schon haben. Alle? Nein, aber die dritte. Die dritte hatten wir.